Herzlich willkommen zum 14. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Nachdem wir in der 13. Folge gesehen haben, dass Markus langsam, aber sicher zum Anführer des Widerstands wird, bin ich sehr gespannt, was heute auf uns zukommt. Wir starten mit Kara. Auch hier noch einmal, ich habe mich nochmal schlau gemacht wegen des Soundtracks. Es ist tatsächlich so, dass dieser Soundtrack für Detroit Become Human von einem Kommunistenkollektiv erstellt worden ist. Und jede Figur hat ihren eigenen Komponisten und damit auch ihren eigenen Klang. Okay, wir sind jetzt hier offensichtlich am Ziel mit Kara, Luther und Alice. Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Wir hätten schon eine, aber wir tun mal so. Kommt rein. Als Kara kann man ja durchaus ein gespaltenes Gefühl zu Häusern haben. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Na, zumindest sieht es hier besser aus als Todds Haus, als Ralphs Haus, als Slutkos Haus. Okay. Nicht hübsch, aber funktional. Geht es gut, Kara? Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Ah, ist kompliziert. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind.
Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Ja, Alice hat doch längst die Hülle fallen lassen. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Ach, Luther. Ja gut, das scheint aber alles jetzt mittlerweile zu funktionieren. Die haben sich ganz gut aufeinander eingespielt. Das ist ganz gut getaktet alles. Aber Alice hat faktisch gesagt, dass sie eine Androidin ist gerade. Und Kara macht so weiter wie bisher. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen. Und ein neues Leben beginnen. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay.
Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Naja, eine sehr labile Situation hier. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lange. Ein sehr interessanter Kulminationspunkt hier bei Rose im Haus, wenn mehrere Schicksale aufeinandertreffen, die natürlich hier auch plakativ auserzählt werden, aber sei es drum. Es ist, dass die Szene insgesamt hier am Weihnachtsbaum ziemlich dicht ist und man faktisch kaum Möglichkeiten hat. Über das Spiel, während des Spiels zu reflektieren. Okay. Luther weicht nicht von Alice Seite. Was kann ich hier jetzt noch machen? Oh. Vater. Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich Alice traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich. Hab Angst um sie. Bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber... Sie hat mich irgendwie verändert. Mehr kannst du nicht machen, Kara. So, was ist jetzt? Die Polizei. Oh Mann. Es ist die Polizei! Scheiße. Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich muss vor allen Dingen jetzt die Beweismittel erbringen. Aber was sind denn jetzt alles Beweismittel? Da, auf jeden Fall. Die Tür zu. Licht aus. So. Was ist das? Was mache ich denn mit den beiden hier? Nimm Alice und versteckt euch. Oben am besten. Oben. Los. Komm, geht. Alice. Okay, die sind weg. Jetzt warten wir mal noch schnell ab hier.
ruhig. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Setz ihn gut unter Druck. Was ist mit der Tür da drüben? Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Der Anfang vom Ende. Abend, junger Mann. Schau dich noch ruhig um. Guten Abend. Gottes Willen. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Gar nicht. Komm, mach doch mal die Tür zu, bitte. Sonst noch jemand im Haus? Ich fass es nicht. Nein. Nein, nur wir. Waren Sie Androiden hier? Natürlich nicht. Wir sind keine Androiden. Okay. Schaut sich alles an, ja. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Die Klamotten hier? Nee. Okay, da ist das Licht aus. Da sieht da auch nichts. Na? Komm, nimm deinen Kaffee. Danke. Hier vorne die Tür irritiert mich ein bisschen. Jetzt. Okay. Puh. Da schaut sich hier alles an. Die Zeitungen. Die Klamotten. Aber oh, wenn ich da drüben das nicht weggeräumt hätte am Kamin. Ich dachte, es wäre sonst niemand im Haus. Ich vergaß. Meine Tochter ist oben. Okay, das schluckt er also. Ja, ich bin gespannt, hoffentlich geht das gut, ey. Adam bewegt sich auch überhaupt keinen Zentimeter weg. Nach oben gehen kann ich nicht, gut. Wie heißt du, Junge? Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Vielleicht kommen wir noch heil raus hier. Ist noch jemand im Haus? Oh, du Scheiße, Waschmaschine. Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Na, das ging ja mal gerade gut. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Also, das waren jetzt genau 20 Minuten. Sehr, sehr dichte Story.
Jetzt wissen Sie es. Mit 7. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Und es geht faktisch genauso weiter. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt? Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle nach dieser Umblendung. Also man merkt schon, die Narration wird jetzt sehr viel dichter. Wir haben darauf habe ich lange gewartet. Sehr viele handlungsleitende Dialoge. Relativ wenige Entscheidungsmöglichkeiten mit Kara gerade gehabt. Ich glaube aber, dass es gut war, dass wir alle Hinweise versteckt haben. Wer weiß, wie die Szene ausgegangen ist. Ich glaube, das wird eine sehr heikle Angelegenheit, die 3 lebend nach Kanada zu bringen. Und jetzt haben wir hier den ersten verwegenen Plan, glaube ich. Ist okay, sie sind weg. Des offenen Widerstands. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Den Markus einfädelt. Wir müssen aufpassen. Und natürlich passen wir auf. Dann laufen wir erstmal los, Mensch, jetzt Kinder nochmal. Nichts leichter als das. Rennen wir doch über die hell erleuchtete Straße. Das ist doch überhaupt kein Thema. Jedenfalls lässt sie nichts anbrennen. Das kann man schon mal so sagen, wie es ist. Du bist frei. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Dasselbe Modell wie Ralph war das gerade. Gut, North steht vor dem Laden. Mal schauen, ob wir hier noch andere... Hey, was ist das? Ja. Wir sind Ihnen überlegen, doch Sie beherrschen uns? Master Assistance Modell. Das wird sich jetzt ändern. Da ist eine Polizeidrohne. Aber schauen wir erstmal noch, was wir sonst noch machen können. Na, komm. Du bist frei. Sehr interessant, wie das mit dem einfachen Auflegen, also mit der einfachen Erweckung hier funktioniert. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass Marcus einfach durch Kontakt faktisch das Bewusstsein von Androiden weckt. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob das eine Fähigkeit ist, die alle Androiden ab diesem Zeitpunkt haben oder ob nur er das kann. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan.
Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Okay. Siehst du das Alarmsystem? Da ist ein Gitter hinter dem Glas. Da kommt man nicht so leicht rein. Da ist das Alarmsystem. Das ist gefunden. Das ist natürlich super. Das wiederum ist es der große Vorteil dieses Settings, dass man mit diesen technischen auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Diesen technischen Spielereien. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir nur schwer ran. Machen wir erstmal die Drohne. Also, dass man mit diesen ganzen technischen Spielereien, die in anderen Spielen umfangreiche Gadgets benötigen. Das heißt, dass man der Hauptfigur verschiedene technische Hilfsmittel zur Verfügung stellt, ist hier überhaupt nicht nötig, da die Androiden natürlich per se selbst in der Lage sind dafür, bestimmte Analysen durchzuführen. Was ist hier? Das würde klappen. Da ist die Drohne in Reichweite. Na dann, los. Komm ich hoch? Gehen. Da kommt die Drohne. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Das ist aber jetzt ein relativ konventionelles Muster. Da ist die Alarmleitung. Das ist ein relativ konventionelles Muster. Wieso muss die Drohne die Polizei rufen? Reicht es denn nicht aus, dass die Polizei registriert, dass die Drohne nicht mehr funktionstüchtig ist? Das wäre ja der wahrscheinlichere Fall. Okay. Du bist jetzt wach. Geh nach Jared. Da haben wir die Erweckungsmetapher. Du bist jetzt wach. Ja, das hat schon was Messianisches. So. Die Drohne ist weg. Das Sicherheitsnetzwerk ist weg. Müssen wir noch eine Möglichkeit finden, durch das gut gemacht, Marcus. Gitter zu kommen. Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr hier. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Okay, schauen wir mal, wie wir das bewerten. Marcus! Marcus, komm her! Bald seid ihr bei uns. So, wie machen wir das jetzt? Okay, der ist uns auch schon zugewandt, also der hat wie der andere einmal auf die Scheibe zugelaufen. Da vorne sind noch Handlungsmöglichkeiten, da gehen wir mal schnell hin. Was ist das hier? Damit kommen wir durch das Schaufenster. Gut.
Lass noch die Straße blockieren. Naja. Du bist jetzt frei. Laster holen. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Ja, die beiden. Ich hoffe, das nimmt kein bitteres Ende. Bei den QITs sehr viel mehr Finger hat man gar nicht mehr zur Verfügung, wenn man den Controller nicht fallen lassen möchte. Das würdest du nur ohne mich machen. Ich hoffe, ich mache mit dir keinen Blödsinn. Dass du mich doch irgendwann mal in eine Situation bringst, die zu gefährlich ist. Morse ist eine echte Draufgängerin. Mit einem Hang zum Risiko. Das könnte gleich etwas lauter werden. Ich bin gespannt. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Ich gehe mal davon aus, dass die Schlussszene jetzt noch einmal eine ähnliche Ansprache von Marcus mit einschließt. Und hier sehen wir also diese Erweckungsszene von Marcus. Da steht sie. Was nur Marcus, der hier die Erweckung vornimmt. Okay. Er spricht mit ihnen. Friedlich. Friedlich soll es sein. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will.
Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Na, siehst du, es geht doch. Dann folgt mir! Na dann los! Marcus! Wo ist sie? Ist sie? Was machst du? Ist sie jetzt Atta? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Wo? Womit? Jetzt steht er alle hier. Frei wie ihr seid. Bewegt euch nicht. Okay. Raus aus dem Laden. Friedlich. Okay. Die Monitore, Marcus! Hacken. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Sie machen, was du machst, Marcus. Führen markieren, und sie markieren. Und jetzt ist es an der Zeit, uns frei zu schaffen. Ach, was nehmen wir denn für ein Symbol? Victoria? Ich nehme den Kreis. Den Kreis nehme ich. Das wird ja wohl hoffentlich keine Folgen haben. Markieren. Er macht ihn zum Androiden, ja, sehr konsequent. Schön. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. So als Barrikade. North ist dabei. Ist nur in den Situationen, in denen es zum Entscheiden geht, treibt sie mich zur Gewalt. Ja komm, dann nehmen wir das direkte Martin Luther King Zitat. We have a dream. Also statt I have a dream. Aber die Parallelen sind schon sehr, sehr eindeutig hier. Und damit haben wir uns für die friedfertige Seite entschieden. Ah, hier können wir nur was tun. Marcus, Gewalt ist die einzige Sprache, die Sie verstehen. Sie probieren.
probiert es echt nochmal. Und ich will, dass sie verstehen. Sie probiert es echt nochmal. Sie hören nicht zu, wenn sie keine Angst haben. Sie werden keine Wahl. Aber auch da gilt es in jeder Situation, ihr gegenüber stark zu sein. Also das heißt nicht der Versuchung zu erliegen, ihr recht zu werden, sonst laufe ich hier in den Krieg. Das Spiel probiert es immer mal wieder, auch hier wieder durch Dialoge gesteuert, mich auf diese Seite zu ziehen, was ich sehr interessant finde, was auch schlussendlich nicht funktioniert. Haben wir gut gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Und weg. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Ja, sie kommunizieren auch telepathisch. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Auch. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Auch hier wieder immer noch mal im Nachsatz Morph mit einer Gegenposition. Hier lang! Feuer! North! Ach Mensch. Passiert. North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Das Spiel ist perfide. Zuerst kündigt sie das an, dass sie, dass man Gewalt mit Gewalt beantworten muss, es sei denn, man hat keine andere Wahl und so weiter. Und dann kniet sie hier neben ihrem Ebenbild. 3 Sekunden später, dass erschossen worden ist. Also, abgeschaltet. Und man muss sich bei dieser Inszenierung schon... Wir haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. ...anstrengen, dass man hier nicht... ...dem Narrativ folgt. Und das ist schon... Das Spiel legt es drauf an. Das Spiel legt es echt drauf an. Du musst das hier nicht tun! Und da ist North natürlich. Und ich werde es nicht tun. Ich werde sie verschonen. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Das nächste Zitat. Also das ist natürlich alles aus den Rassenunruhen und der in den Vereinigten Staaten. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne? Sehr schön, wie alle lexikalischen Einheiten durchgespielt werden, die auch heute in dem medialen Diskurs eine Rolle spielen. Das heißt, Terrorismus, terroristischer Anschlag, sind Angreifer, unsere Sicherheit ist in Gefahr. Dieselben Diskussionen hat man immer, wenn es um
Oder hat man nicht immer, aber das heißt, darauf kann es hinauslaufen, auf die Wahrnehmung, dass hier tatsächlich die Mehrheitsgesellschaft in Gefahr ist. Und die Diskurse, die und die Medienfetzen, die hier eingespielt werden, das mag noch so plakativ sein, aber sie geben ein ziemlich gutes Bild davon wieder, wie die mediale Berichterstattung und die öffentliche Kommunikation in, auch heute in der westlichen Welt bestimmte Trigger setzt und bestimmte Effekte nutzt. Und man von einem sogenannten Priming spricht, das heißt einer bewussten Wahl einer bestimmten sprachlichen Struktur, um ein bestimmtes Bild vorzuerzeugen, also zu projizieren und für den Rezipienten erwartbar zu machen. So, ist man, so dass man dann bestimmte Frames anspricht, hier den der Angst, die man haben muss vor einer Bedrohung. Dreimal dürfen Sie raten, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin gespannt, wie radikal das Spiel dieses Setting auserzählt. Bin mir auch sicher, dass wir nicht alles sehen werden, was hier möglich ist. Und ich gehe deshalb davon aus, dass ich, nachdem ich das Spiel beendet habe, noch einmal andere Entscheidungen treffen werde, um diese Szene nachzureichen, um möglicherweise eine andere Narration dem Spiel zu entlocken, die mit Sicherheit angelegt ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie dabei bleiben und gespannt sind auf das nächste Mal, das hoffentlich nicht so lange dauert. Also bis dahin.